Tja, was soll ich sagen? Na, Schuggi? Muss er an die Leine? Finden Sie nicht gut, ne? Schuggi hat gestern einen Kojotenkopf vom Feldrand mitgeschleppt und angeknabbert. Ich glaube, die hatte Hunger. Und die Ohren waren auf Durchzug gestellt. Und heute gibt's meine Rache. Find sie gar nicht toll. Der sucht und sucht und sucht. Böser Pickup. Ja. Sam, da ist dein Ball. Da ist die Püppi. Ja, such. Ja, gucke. Fein. Kannst du jetzt mal aufhören? Ja. Nur weil du hier alleine bleiben musst, brauchst du nicht rumzicken. So. Hier ist schon ganz schön viel aber ein paar Sachen sind noch da, was man manchmal so braucht. Aber ganz schön viel ist schon raus. Da wird neuer Joghurt gemacht. Ja, und ich werde jetzt mal anfangen, die Küche leer zu räumen. Heute ist Sonntag, der 12. Juni. Und alles, was nicht mehr gebraucht wird, kommt jetzt weg. In Kartons, in den Keller. Einfach weg. Los geht's. Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt! Woo! Küche extrem! Yay! Es Meine war jetzt Frau, gerade noch um 8. ja, meine Frau war super fleißig und hat alles umgeräumt und ausgeräumt und Wände gemalert, ja. Jetzt ganz alleine die Wand gemalert und die Wand gemalert und naja, da ein bisschen hier alles ausgeräumt und weggemacht und leer gemacht und alles ausgeräumt, weil heute, sorry für meine Kameraführung, heute geht's los. Gleich kommen die ersten Handwerker, die hier alles zerstören. Ich bin nämlich gestern erst spät nachts nach Hause gekommen, nach 9 Tagen unterwegs. Und bin noch nicht so richtig fit. Ich brauche erstmal einen Kaffee. So, ist Sugars Platz. Da hat Sugar immer gelegen. Da lag das Bett. Die Handwerker kommen heute, die machen hier alles raus. Komplett. Alles wird hier entfernt und vernichtet. Also bis auf den Kühlschrank und den Herd. Ja. Du freust dich auch, ne? Ja, du freust dich auch. Bin ich wieder zu Hause? Ja, freut sich immer auf mich. Ja, und wenn das erledigt ist, dann ist schon fast Wochenende, dann können wir die restlichen Wände malern. Und dann geht's am, heute ist Mittwoch, der 15. Juni 2022. Am Montag geht es dann mit dem Einbau der neuen Küche los. Und wir haben schon das erste Problem, bevor es überhaupt angefangen hat. Der Countertop, die Arbeitsplatte, ist noch nicht verfügbar, noch nicht da. Soll Ende Juni kommen. Werden wir wohl irgendwie USB-Platten draufschrauben oder vielleicht die alte Arbeitsplatte noch nutzen, aber ich glaube, die wird nicht passen. Naja, mal schauen. So ist das halt. Und hier
hat meine Frau auch alles ganz alleine gemacht. Hat den halbe Küche ins Wohnzimmer geräumt. Ist zwar jetzt ein bisschen wild hier, aber finde ich ja mal richtig genial. Da kann man sich noch gemütlich hinsetzen, frühstücken. Stimmt's? Hat's ja ganz alleine gemacht. Kann man schon mal ein bisschen stolz sein, jawohl. Mit den kleinen Händen. Mit den kleinen Händen. Das sieht natürlich jetzt in der Kamera aus wie eine Riesenhand. Oh, die kleine Hände. Damit kommt die Becher in die Ecken zum Putzen. Die Verbindung ist ideal. Sam ist ganz aufgeregt. Das fix und fertig. Und dahinter geht's ab. Dahinter geht die ganze Arbeit ab. Deswegen bin ich hier. So, kleiner Zwischenstand. Wie steht jetzt der Kühlschrank? Oder der Herd? Und die Unterteile sind alle raus. Fehlt noch O. Die machen ganz schön Krach. Aber was muss, das muss. Schauen wir mal, wie es nachher aussieht. Mirko ist mit Sam erstmal rausgegangen. Dem war es definitiv zu laut. Ja, weiter geht's. Achso. Und während die hier arbeiten, bereite ich unser Abendessen vor. Crockpot Tortellini. Was haben wir nur getan? So. Hier steht immer noch der Kühlschrank. Bleibt auch noch eine Weile hier stehen. Küche ist raus. Komplett. Ja, ging schneller als gedacht. Die haben jetzt im Prinzip 3-4 Stunden, nein, nicht mal. Die sind nach 8 gekommen, jetzt ist um 12. Hm. 3,5 Stunden haben sie gebraucht. Haben hier noch Bretter reingeschraubt als Ausgleich. Dann habe ich nicht so ganz erwartet, dass wir hier so viel Probleme mit den Wänden bekommen. Weil ich dachte, die gehen irgendwie zerstörungsfreier ab. Jetzt habe ich eine Nummer bekommen von einem Malermeister. Und der Malermeister hat aber keine Zeit. Jetzt hat der Malermeister keine Zeit. Was machen wir denn da? Ich werde selber malen. Ja. Nee, der kommt halt mal vorbei, er guckt sich das mal an. Und dann wird er uns sagen, wann er Zeit hat. Zum Glück müssen wir die Küche so installieren lassen, nächste Woche Montag. Und dann rundherum malen. Hm. Das ist natürlich die unschöne Variante, aber vielleicht sagt er Naja, ich sag mal, die blauen Wände können wir selber noch malen. Das ist nicht das Ding. Ja, nur das Blaue. Aber du kannst den nicht einfach rüber malen. Nee, da kommen ja Schränke ran. Du hast hier Kanten und alles. Und ja, hier kommen Schränke ran. Ja, und dann hier. Hier ist ja dann frei. Hier, der Schrank geht bis hier, hier kommt die Range Hood und hier ist dann frei. Ja. Das kannst du nicht malen. Da wird dann gefliest. Ja gut, Backsplash, das stimmt. Also die Wand ist nicht so schlimm, aber die Wand und die Decke. Die Decke. Arsch, Mensch. Arsch. Naja, auf jeden Fall ging es schon mal besser als gedacht und schneller als gedacht. Die nächsten, die in der Schlange stehen, sind der Klempner, ein Elektriker, okay. Eventuell ein Maler und der Küchenbauer. Und draußen ist Wind ohne Ende. Und weil ich heute Nacht nur 3 Stunden geschlafen habe, gehst du jetzt ins Bett. Ich bin wieder ins Bett. Tschüss. Kannst du vorher noch die Hunde füttern? Nee. So, Tag 2 der Küchenumbauaktion. Wir können gar nicht so viel machen heute. Dann werden wir mal Rasen mähen und Hühnerstall weiter bearbeiten. Morgen kommt ein Elektriker, eine Elektrikerin und ein Klempner. Die basteln ein bisschen was in der Küche. Dann was haben wir denn noch? Ach, wir haben noch so viel zu tun. Keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen planlos. So, Susi macht hier ein bisschen jetzt Spaß dran, den Rasen zu mähen. Mir ist hier bei meinem Gartenwagen
der zum Ziehen ist hier für den Traktor hinten dran oder halt per Hand, ist hier die Achse. Der Bolzen abgebrochen. Da oben. Ja. Deswegen ist das jetzt ein bisschen wackelig. Muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Weil der Wagen ist eigentlich richtig gut. Mit dem haben wir schon so viel weggezogen. Im Mirko auf Achse Merch. Ja. Tada! Ja. Naja, Hauptsache sie macht's. Nächste. Ich bin Fahrrad ist übrigens kaputt. Ist dieses Jahr noch nicht einmal genommen. Ich habe es immer nur mitgenommen. Das sieht aus, als wäre es 10 Jahre alt, aber. Ich weiß, das ist halt so. So, hier baue ich den Hühnerstall weiter. Schreck mich doch nicht so. Ah. La la la. La 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 la. So, wie gesagt, die in Anführungsstrichen Wand oder dieses Teil kommt raus, wird nach hier versetzt, nach da und dann wird das hier etwas größer gemacht. Ja, jetzt fummel ich hier gerade, das ist elendig lang. Ich muss hier diese ganzen kleinen Dinger rauskriegen, diese ganzen kleinen Klammern, damit wir das alles festgemacht haben. Das ist eine ewige Friemelei. Weil wenn man das nämlich einfach so abreißt, fallen die auf den Boden und dann werden die vielleicht im schlimmsten Fall sogar von den dummen Hühnern gefressen. Und das wollen wir ja auch nicht. Also muss ich da jeder einzelne mit der Zange rausmachen und aufsammeln. Das ist halt ein bisschen anstrengend. So, und wenn ich hier so lang laufe, bleibe ich hier mal mit meinem Basecap hängen und muss ich mal aufpassen, dass ich hier nicht mich irgendwann mal köpfe. So, jetzt muss ich weiter Musik hören und ich zeige euch dann später, was draus geworden ist. Hühner auf der Baustelle. Hier liegen, weiß nicht, Dachplatten. Hier liegt ein Dach. Ja, hier steht die Tür. Oh mein Gott, hier ist ja alles offen. Ja. Oh, das sieht aber schon schön aus. Zeigt das nicht so, dann sagen die Leute wieder, wie schlecht das aussieht. Ich finde das schön. Das ist das Wichtigste. Krumm und schief das alles ist. Nein, ich finde das schön. Und du willst schon wieder ins Fernsehen, ne? Und hier sind ganz schön viele Löcher in der Wand. Und keine Wasserleitung mehr. Brauchen wir nicht. Noch mehr Löcher in der Wand. Kostet zu viel Geld, brauchen wir nicht mehr. Und noch mehr Löcher in der Wand. Ja. Weil sie keine Ahnung hat, erzählt sie nur von Löchern in der Wand und nicht, was gemacht wurde oder passiert ist. Hat ja recht. Es waren ein Klempner und eine Elektrikerin da. Genau. Die Elektrikerin hat neue Steckdosen verlegt und neue Kabel gezogen, weil die alten alt waren und nicht richtig gemacht wurden. Und wir haben einmal den Toaster und den Wasserkocher zusammen genutzt haben, dass wir in die Sicherung gekommen. Jetzt haben wir neue Leitung verlegt, jetzt passiert uns das nicht mehr. Und der Klempner hat das Rohr verlegt. Klempner hat ein Rohr verlegt quasi, ja. Der hat das Ventilationsrohr für den Abfluss verlegt. Das geht hier rein. Da raus, da rein oder da rein, da raus. Und das hat er jetzt aber in die Wand gepackt. Damit ja, so, dass es hinter der Spüle rauskommt und nicht aus dem Boden. Ja, damit da der Geschirrspüler hängen kann. So, Tag 425 der Küchenumgestaltung. Und es wird auf der Baustelle gekocht. Irgendwie. Ich habe zwar einiges vorbereitet, aber nun hat sich ja alles ein bisschen vertagt, weil ja alles irgendwie ein bisschen später kommt als geplant. Nun musst du ein bisschen umdisponieren. Was? Soll ich da ein bisschen Rohr
Nicht für dich. Du warst ja letztendlich doch noch pünktlich. Ja. Sieht immer noch so aus, wie es aussah vor 378 Tagen. Hat sich jetzt nichts viel verändert in den letzten 2 Stunden. So, die Klimaanlage ballert. Sam möchte unbedingt spielen. Und Sam hat kein Gefühl für Temperaturen. Wir haben 33 Grad. Heute ist keine Ahnung. Irgendwas Ende Juni, Mitte, Ende Juni. Und heute haben wir vorgezogen, heute ist Sonntag. Heute ist der Tag, an dem kein Mucko auf Achse-Video rauskam. Weil ich keine Lust hatte und keine Zeit. Ja, du musst schon mal weggehen. Machst du dich hier wieder in Kampflaune oder was? Kleines Kampfhuhn. Will unbedingt raus. Ja, ich habe hier schon mal ein Dach angefangen. Aber heute habe ich keine Lust bei der Hitze. Geht man ja kaputt. So ungefähr soll das werden. So. Und das hier, das wird im Winter werden wir das zumachen. Dann werden wir hier eine Platten vorschrauben von außen. Im Sommer werden wir das auflassen. Und dann ist im Winter das wie so eine Art Gang. Ich will unbedingt raus. Und dann geht die Tür, werden wir nach innen aufmachen. Und die Tür werden wir auch nach innen aufmachen, sodass wir nicht die Tür in den Schnee rein aufmachen müssen. Könnt ihr mal leise sein? Ich versuche zu reden. Leicht angepisst gerade. Ja, so sieht das hier aus. Das wird schon richtig toll. Stimmt's? Jawohl. So, bei der Hitze kann man eigentlich nur eins machen. Und das ist mit Wasser spielen. Und wir haben da so einen Experten. Das ist so ein Chaot. Sugar interessiert das einen Scheiß, die geht einfach nur weiter, das brauchst mir doch egal. Und der dreht hier komplett frei. Oh Mann, ey. Bei so einem Wetter wünsche ich mir immer einen Pool. Schön auf der Nordseite vom Haus, einen schönen kleinen Pool. Aber es sind halt nur so 10 Tage im Jahr, wo man den wahrscheinlich richtig nutzen kann. Und dafür lohnt sich, glaube ich, der ganze Aufwand nicht. Unser Rasen sieht richtig, richtig schön aus. Die ganzen gelben, braunen Stellen vom Frühjahr sind alle weg. Er hat sich super erholt. Ich liebe diesen Rasen, so schön. Gestern gerade wieder gemäht oder vor ein paar Tagen. Wir haben mittlerweile neue Nachbarn. Unser Nachbar da ist irgendwann im März ausgezogen, der alte, und jetzt ist ein anderer drin. März, April, Mai, Juni, 4 Monate. Ich habe den noch nicht mal gesehen. Das ist ein absoluter Drinni. Ich habe den noch nicht mal gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie der aussieht. Ich habe nur von hinten gesehen. Und der kümmert sich auch ein Eis um seinen Grundstück. Das sieht langsam aus wie ein Naturpark. Und wir machen hier einen auf gute Deutsche und mähen einmal die Woche unseren Rasen. Naja, so ist das halt.